wollen gerne Minecraft spielen. Und unser eigenes Team heiren. Hüsse und Legendäre, die fangen wir. Mehr und mehr Pokémon, das wollen wir. Hululia. Und José. Zusammen sind wir Team Rocket, so schnell wie das Licht. Drum gebt lieber auf und bekämpft uns nicht. Wunderbärchen. Uns fehlt eigentlich noch so ein leicht russisch aussehendes Pokémon, was am Ende sagt, hululul, genau, oder so. Na, vor allem, weil ich ja voll ins Russische abgedriftet bin. Ja, das passiert. Ich meine, was für ein Dialekt haben wir überhaupt? Also, ich hab keine Ahnung. Das ist ja, ich weiß nicht, der Team Rocket-Dialekt. Ja, danke schön fürs Posten dieses wunderschönen Intros. Ja. Das ist unser ab sofort unser offizielles Intro. Oh mein Gott, dann muss ich das ja öfter machen. Das heißt ja nicht, dass wir es jedes Mal machen müssen, sonst wird es auch öde, glaube ich. Aber war auf jeden Fall cool. Wenn ihr noch ein besseres Intro habt, auch gerne einfach posten. Vielleicht machen wir das nächste Mal ein anderes. So, ich habe ganz kurz, ich habe zwei Pokémon umbenannt. Ich habe Sneasel in Alex umbenannt. Das hatte sich Sash Plays LP gewünscht. Und ich habe, da ich Ibitak doch länger im Team habe, habe ich es umbenannt in Sa-Ra. Aber in dem Kommentar stand dazu, man spricht es Scha-Ra aus. Ich weiß nicht, ob das als Anspielung auf uns, also ich weiß nicht, ob das wirklich so ist in dem Namen oder ob das als Anspielung auf wie wir reden ist. Also, ne? Ja, auf jeden Fall ist es Ahnung. Jetzt Scha-Ra. 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 Okay. Awesome. Okay, wundervoll. Ach, ihr Lieben. Kannst du dich daran erinnern, was wir das letzte Mal tun wollten? Also ich bin immer noch auf der Suche nach einem Elektro-Pokémon, was ich gerne hätte. Ja, wir wollten eigentlich hier das für den Zaubertisch hier weiter ausbauen. Dann ist mir gesagt worden, wir müssen Abracadabras und sowas killen, weil die irgendwas droppen, was du brauchst. Du Enderperlen dich wahrscheinlich. Mhm. Weiß aber nicht mehr, warum ich jetzt Enderperlen brauche. Also ich weiß, dass ich den... Falls du irgendwann ein Item findest oder siehst oder keine Ahnung was so aussieht wie die Scharfklaue. Mhm. Weißt du, es hatte mir einer, das brauche ich für Sneasel. Es hatte mir einer auf Englisch kommentiert, das Item. Aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern und ich habe den Kommentar eben nicht gefunden. Ja, und also, du hast irgendwie wohl eine Sanftglocke oder sowas in der Art. Ja, das, genau. Für liegt Freundschaft in der Kiste. Und so. Ja, aber die liegt in der Kiste. Ich weiß nicht mehr, welches der Pokémons das ist, das sich mit Freundschaft entwickelt. Das könnte ich dir sagen. Welches hast du gerade im Team? Warte. Ich bin mir nicht sicher, ob es das hier ist. Das hat keine Entwicklung. Oder das hier. Dann wird es wohl das da sein, also Fritzstern, weil das andere hat keine Entwicklung, das Sableye. Ich bin mir echt nicht ich weiß. Sicher. Ja, Smoothbell, hier, dann gebe ich dem den Smoothbell einfach mal. Genau, level einfach mal ein bisschen damit auf, vielleicht klappt das und vielleicht auch nicht. Okay, die Leute werden es sicherlich in die Kommentare schreiben, wenn es falsch war. Das ist das Schöne daran, dass wir uns bei jeder Peinlichkeit direkt filmen. Das klingt jetzt wieder falsch, aber dann haben die Leute nämlich immer was, wo sie sagen können, also uns wird gleich geholfen, ich nenne es mal so rum. Ah, ja, ich finde das toll. Wir haben eine unheimlich coole Community. Und gerade bei so Spielen wie Pixelmon kommt es nochmal so richtig schön zur Geltung. Ich finde das toll. Sehr schön. Holy shit, ist Snorlax stark. Okay. Revenge. Das Pokémon tut mir jetzt richtig leid, das wird jetzt richtig weggeburstet. Revenge. Was? Das hat sie protected? Oh, come on. Hat der so wenig Leben, aber so viel Verteidigung, dass ich den nicht platt kriege wegen seiner scheiß Rest-Attacke? Bleib bloß schlafen. Yes! Okay, Relaxo lässt einen Apfel fallen. Also wird das heute so die Trainierfolge oder? Naja, ich suche ja auch immer noch nach neuen Pokémon. Also, bevor ich wirklich hart. Also klar, ich will nebenbei trainieren, damit das nicht irgendwann ein Hardcore-Training wird oder so. Mhm. Oder eine Hardcore-Training-Folge. Aber ursprünglich oder eigentlich will ich Electek fangen. Mhm. Oder irgendein anderes Elektro-Pokémon, was ähnlich gut ist. Oder irgendein anderes Pokémon, was cool ist. Einfach. Oder gibt's viele? Eben. Und ich will halt mein Team will ich so weit vorbereiten, dass ich auf alle Eventualitäten eingestellt bin. Also, wenn wir dann, weiß ich nicht, wenn die erste Arena jetzt Kampfarena wird oder so, keine Ahnung, wissen wir ja noch nicht. Dann will ich da darauf eingestellt sein und dann will ich wissen, dass ich genug Pokémon habe, die diesem Typ gegenüber im Vorteil sind, die gut ausgerüstet, trainiert und sonst was sind.
Ja, ich Hier glaube, ich mache momentan, also diese Folge auf alle Fälle schon mal so ein Mittelding aus. Trainieren und Pokémon sammeln, also die Siege sammeln, damit ich meinen Orb voll bekomme. Ich wollte gerade sagen, du brauchst ja eh doch deinen Orb, den du voll machen musst. Ja, allerdings. Ich bin gerade in irgendeiner Höhle. Ich weiß nicht warum, aber ich dachte mir, ich gucke mich mal um. Denn was ich natürlich auch noch gerne hätte, ist natürlich, Fossil-Pokémon. Das wäre natürlich auch noch knallerhaft. Oh ja. Bin ja immer noch am Überlegen. Ihr müsst uns mal das in die Kommentare schreiben, ob ihr so richtige Strip-Mine-Freaks so quasi seid oder ob es solche unter euch gibt, die so sagen, oh mein Gott, ihr würdet euch so richtig freuen, mal die Welt so richtig zu durchforsten. Ja, also wenn ihr uns helfen wollt, dann mal. Das lustigerweise auch. Seed. So, /Seed. Das ist unser Seed. Hier sind wir in dieser Welt. Ach stimmt, das muss ich dann auch mal machen. Wenn ihr zufällig in der Nähe unseres Pokécenters, ihr seht ja die Koordinaten in der Minimap und so, also wenn ihr zum Beispiel selber das spielt, ja, und ihr trefft zufällig auf Fossilien habe ich gesucht, dankeschön, dann sagt uns doch ganz gerne mal Bescheid, weil das hatten wir ja in der ersten Staffel auch, weil wir haben uns verrecken kaum welche gefunden, das war, ja. Und dann war es eine Höhle, die sowas von in der Nähe war. Ja, ich glaube, das war, wir mussten uns dann drei Meter von unserem Hauptpokécenter runtergraben. Das, naja, manchmal ist das so. Den sieht bei mir auch mal eingeblendet, damit meine Zuschauer das auch sehen können. Ihr müsst euch natürlich jetzt nicht gezwungen sehen. Ihr müsst den Seed natürlich nicht benutzen. Also das ist keineswegs so. Also nee, ihr müsst nicht für unsere Faulheit schuften. So. Richtig. Wir können auch, irgendjemand hat, ich weiß nicht warum, aber ich habe das noch im Kopf, dass irgendjemand gesagt hatte, bei Gravel wäre das hinter Gravel oft. Ja, das war beim letzten Mal so, da ist uns das gesagt worden. Und dann waren wir in der Höhle und haben dort Fossilien gefunden, haben dann den Gravel dort weggeschaufelt und haben nochmal Fossilien gefunden. Ja, ich bin jetzt in der Höhle und ich habe hier Gravel, also mal gucken, ob ich hier Fossilien finde. Ich habe die andere Seite der Höhle gefunden, aber noch keine Fossilien. Die Frage, sind die da noch unten drunter, also unter dem Gravel, oder sind die... Das Pokémon tausche ich jetzt mal vorsichtshalber aus. Das ist nämlich schon ganz schön runtergebürstet worden hier. Eieiei. Quapsel, was machst du denn? Mein Alex ist schon Level 24. Das ist gut so. Trotzdem brauche ich... Ich will es nicht zu hoch leveln, weil ich brauche ja früher oder später noch diese Schafklaue oder was auch immer. Damit ich hier das entwickeln kann. Weil Snibunna sieht schon echt viel cooler aus als Sneasel, Sneebel, wie auch immer. Ach, kommt voll durcheinander jetzt mit den englischen und deutschen Namen. Wir können eigentlich dann auch vielleicht mal die nächsten Folgen uns auf den Weg machen zu der Mine, die ich gefunden hatte. Ja. Oh mein Gott, vielleicht gibt es ja auch Pokeloot da drin. Also, ne? Ja. Vielleicht finden wir da drin ja dann Fossilien. Das wäre ziemlich cool. Oder diese blöde Schafklaue, die ich ja brauche. Das wäre natürlich auch ziemlich cool, wenn ich die einfach spontan finde. Das wäre echt nice. Hier sind gerade so viele Low-Level-Pokémon. Das ist grundsätzlich schön, weil es ziemlich schnell geht, die zu besiegen. Aber gleichzeitig ziemlich nervig, weil ich meine Pokémon schon gerne trainieren würde. Ja. Wir müssen auch unbedingt den EP-Teiler irgendwann finden. Ja. Ganz wichtige Geschichte. Ich werde den als erstes finden. Nein, ich werde den als erstes finden. Nein. Ist nicht ich. Du musst daran denken, in dieser Folge habe ich das Glück gepachtet. Hier ist ein grünes Jigglypuff. Ist das shiny? Ja. Nein, oder? Ist das dann shiny? Ich weiß, es nicht. Siehst du das Level? Nein. Dann ist es ein Boss. Nice, grün heißt doch bestimmt, du bist easy, oder? Weil ich hatte, mein Kingler ist doch auch grün gewesen, aber ich habe das Level gesehen. 43, naja, so easy ist es vielleicht doch nicht. Oh, das wäre sicherlich schön zum Leveln. Mal gucken. Holy shit, Body Slam ist echt mies. Das ist kein... Fritzstern hat kein neues Level bekommen. Fritzstern, das hat mich jetzt enttäuscht. Yes, Navi, awesome. Ich krieg einen Cherish Ball, einen Max Revive und einen Quick Ball. Dieses Mal habe ich doch gesagt, dass es ein Boss ist. Dem Vieh. Ja, nee, finde ich gut. Ich weiß nicht, was ein Cherish Ball ist. Na, ich glaube. Aber der nicht. Hat kein Rezept. Den kann man nicht craften. Na super, du bekommst also das seltene Loot wieder mal. Ja, so ist das. Na, geht ja mal gar nicht. Ey, ich habe so viel Pech jetzt die letzten Folgen, ja. Das heißt, irgendwann bin ich auch mal dran. Aha. Erzähl.
So, Alex lebt wieder. Ich will mal wieder ein höherleveliges Pokémon haben. Eigentlich wäre es auch mal eine Maßnahme, irgendwie nach den Bossen zu suchen, die so auf der Karte sind, und zu gucken, ob wir die besiegen können. Ja, die Frage aber ist, das Problem ist, findet man die am leichtesten? Das wäre nämlich auch mein nächster Punkt gewesen. So, die findet man ja nicht einfach irgendwie, sondern die sind ja mal da, mal nicht da. Eine Pokéchest mit einem Fastball gefunden. Wir sind hier in der Richtung noch nicht gewesen. Warte mal kurz, machen wir mal hier. Also da oben sind wir schon gewesen, wegen dem Eisdings. Die Schuhe sind so toll. Die sind awesome, oder? So, ich weiß nicht, wie wir jemals ohne das gemacht haben. Sind da Pink Power? Da unten sind wir also auch schon. Ach ja, stimmt, da war eine Wüste. Goldie? Weißt du, was ich mache? Ich gehe jetzt in die Wüste. Du gehst in die Wüste, okay. Und dann nächste oder übernächste Folge gehen wir dann in die Spalte. Die Mine, genau. Da ist das Wüstencenter. 2000 Blöcke in die Richtung. Oh mein ich will, Gott, in der Wüste gibt es schöne Pokémon. Und ich habe in meinem Team gerade, naja gut, ich habe ein theoretisch Feuer-Pokémon. Mhm. Also Charlene, das die Kerze Lichtel. Die mal richtig cool wird, aber die ist halt auch Geistfeuer. Weiß nicht, ob das so eine schöne Kombination ist. Vielleicht finde ich noch ein gutes anderes Feuer-Pokémon oder so. Die haben die Synchro von Dodo verändert. Dodo hat jetzt eine doppelte Stimme. Und so, das ist ja geil. Ob dann Dodri eine dreifache hat? Das wäre ziemlich cool. Müssen wir herausfinden. Ich habe ja einen Dodo, also von daher. Du hast einen Dodo? Ich glaube, ich habe eins gefangen, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Dann wüsstest du das doch eigentlich. Vielleicht habe ich es einfach nur gefangen und ignoriert, was es gesagt hat oder so. Ich hätte zumindest schwören können, ich habe eins. Ich habe gerade keinen Rechner, also keinen PC, wo ich es nachgucken kann, aber vielleicht war das auch irgendwo in der Streamwelt oder so. Ich weiß es gerade nicht. Ich habe hier gerade so Gravel an einem Fluss gefunden, ja, und das ist einfach zu auffällig, um den nicht wegzugraben. Hm. Hey, Paras. Nee, oh, es hat shit, nur so ein, also so ein typisches Krächzen. Dodri. Was, Dodri? Mhm. Okay. Als dachte ich schon, oh, das wäre es jetzt noch gewesen, wenn ich das Pokémon jetzt hier gefunden hätte. Dachte gerade, ich hätte einen Electek gesehen. Woran merkt man, dass man zu viel MMOs spielt? Man versucht in Minecraft herauszuzoomen, weil alles irgendwie zu nah dran ist. Ich merke immer, dass ich zu viel Minecraft gespielt habe daran, wenn ich versuche, in anderen Spielen mit doppelt W zu rennen. Oh ja. Oder mit Shift versuche, an der Klippe stehen zu bleiben. Ja, ja, das ist nice. Das habe ich auch schon ein paar Mal gebracht. Ja, das ist halt nicht immer ganz so praktisch. Oh, hier ist nur Kohle. Oh, das ist kaputt. Okay. Das ist aber es war so auffällig hier, das Gravel-Gedöns hier. Gibt's auch gar nicht. Da habe ich schon bestimmt 2 Stacks fucking Gravel gesammelt. Das gibt's auch nicht. Ja, ist doch auch im regulären Pokémon meistens so, dass wenn du ganz, ganz viel Kies in der Höhle findest, meistens so ein kleiner Spawner in der Nähe ist. Oh, da oben ist ein riesengroßes Onix. Ja, oh mein gefallen. Gott, ist das groß. Ich glaube, das Onix ist größer als das, was wir damals gefunden haben. Wenn ich das fangen könnte, okay. Oh mein Gott, das wäre nice. Hey, was bist du einfach denn? Nur, weil es groß ist, will ich das fangen. Nur deswegen. Hey Giotto, was war das denn hier? Hier war irgendein blaues Pokémon oder sowas. Nee, ich hab's nicht mehr. Ich hab's irgendwie nur aus dem Augenwinkel gesehen. Zack, war's weg. Na ja, gut, Gott, ich flieg mal wieder Richtung Wüste. Mhm. Mal gucken, ob ich was finde auf dem Weg noch oder dann halt Gott. In der Wüste. Ich wüsste gar nicht, wo ich das Pokémon angreifen sollte. Huch, jetzt. Ach, da ist es. Direkt in der Mitte. Oder du nimmst halt dein Pokémon raus und drückst dann F, wenn du das anguckst. Das geht auch manchmal. Denn hier? Fossilien zufällig? Hallo? Na, jetzt tut sich's noch weh auch noch, ey. Er schlängelt sich noch. Eine Reise in die Wüste. La. Jetzt habe ich einen Kampf initiiert. Sehr schön. Ja, ich habe bei Onix auch immer so meine Probleme. Wie mein Glurak erstmal nach unten gefallen ist in der Animation, weil ich auf dem Berg oben stehe. Oh, Onix ist auch runtergefallen. Sehr schön. Ja, das manchmal sind die Pokémon ja sonst wo, während du einen Kampf hast. Mm. Das ist ganz cool.
greife jetzt absichtlich nicht allzu stark an. Ich bin gleich in der Wüste. Was? Nein! Oh, was passiert? Lost. Oh, das ist ja doof. Oh, ich bin gerade im Pokémon-Kampf, hallo? Mikrofon muted. Er muss neu joinen, das sollte eigentlich kein Problem sein. Was? Ich habe eine Doppel-Ravine gefunden, also wenn wir hier... Ernsthaft? Ja, natürlich. Oh. Ich habe eine Doppel-Ravine gefunden. Okay. Vielleicht finden wir hier Fossilien. So far nur Kohle und Eisen, weil mehr Erze gibt es ja auch nicht wirklich. Aber, die geht noch weiter. Ich komme jetzt erstmal kurz heim, dann werde ich mein Pokémon heilen. Rot war richtig, ne? Ich bin in Richtung Blau gelaufen, deswegen, oh. Wenn ich wenigstens wüsste, wie hier, warte mal, haben Fossilien hier, die müssen noch eine Block-ID haben. Das heißt, die müssen doch eventuell auch hier drin sein. Natürlich nicht. Du weißt, wo die spawnen, oder wie? Ah, oh, doch, da, Fossil Pixelmon, 184. Mhm. Also es ist, sieht, man sollte, ich glaube nicht, dass wir es übersehen. Es ist ein dunkler Fleck. Also wenn du NIE aufmachst und du suchst nach Fossil, dann siehst du ja den zweiten Block da. Dieses... Ah ja. Das sieht dunkel aus mit einem noch dunkleren Fleck. Also das sollten wir nicht übersehen eigentlich, falls wir es denn mal finden. Das sollte auch definitiv sieht. Machbar sein. Ich weiß jetzt, ist halt nur die Frage, wo und wann findet man Fossilien? Hm. Hier ist wieder Gravel. Hattest du nicht letztens noch irgendwas von wegen Wasser gesagt, dass man die im Wasser wohl irgendwie auch voll... leicht finden sollen? Nee, dass man die super sieht. Aber das waren alles Wassersteine, die unter Wasser einfach geleuchtet haben. Ach so. War ein bisschen doof, ja. I tried. Voila. Jetzt bin ich wieder noch ganz unten. Mal gucken, vielleicht finde ich Gold, finde ich hier auf jeden Fall schon mal. Das nehme ich mit. Meine Schaufel ist schon kaputt. Meine Spitzhacke geht auch gleich kaputt. Du bist aber jetzt auf Gold-Level drin. Ich bin jetzt im Sumpf irgendwie. Ich frag mich nicht, wieso. Okay. Also ich war eine Ravine, das heißt, da bin ich dann... Dann kann schon sein, dass du bei der ist, bist, die ich damals gefunden hatte. Kann gut sein, ja. Ich guck halt mal, weil ich meine, wenn ich hier schon so tief unten bin, vielleicht lässt sich genau hier dann doch mal so ein Fossil blicken. Wäre ja schon ganz nice. Hallo, Yvitak. Ohne Schaufel ist das ja grauenhaft, ey. Yvitak hat mich eingegriffen. Nein. Was? Hast du Pokémon gekillt? Okay. Sieht aber nicht so aus hier, also. Schade. Und jetzt steht in den Kommentaren, Hose, du hast überall Fossilien übersehen. Die waren da links und hier rechts. Und die werde ich nie wieder finden, wirklich. Ja, wir müssen aber dann auch die Maschinerie und alles noch bauen, ne? Das ist ja nicht das Ding. Das geht ja schnell. Denke ich mal. Spontan. Mhm. Also, ich meine, wir haben ja einiges an Ressourcen. Das Einzige, wofür wir Ressourcen ausgeben, sind ja eigentlich Pokebälle. Wir brauchen ja keine Rüstung, keine Waffen, kein gar nichts. Und gerade bei Werkzeugen sind wir ja auch erst gerade mal mit dem Enchantment Table unterwegs und sonst nichts. Also, passt schon, denke ich. Ja, denke ich. Überall, wo jetzt Gravel ist, mache ich eine kleine Testbohrung und guck mal dahinter die Wand an. Eine Testbohrung. Ja. Oh. Aber hier ist halt einfach nichts. Lava. Oh, was habe ich denn heute so viele Chunklöcher, wo ich durch die Erde sehen kann? Ach, sowieso immer. Nö, habe ich normalerweise nicht so stark wie heute. Okay. Oh, meine Pokebälle sind nice angeordnet. Oben zwei normale, unten zwei normale, in der Mitte zwei Ultrabälle. Meine sind einfach irgendwie im Inventar angeordnet, weil ich ein sehr unordentliches Inventar habe. Meine Pokémon selbst. Ach so. Also als ich an der magischen Mikrowelle stand. Ich weiß, was du meinst. Okay. So. Mit so viel Bauxit und Eisen und Kohle und alles Mögliche, das können wir hier ohne Ende rausholen. Mhm. Aber Fossilien bis jetzt nicht. Hm. Nicht wahr sein. Wir müssen irgendwie. Vielleicht kann man Fossilien nur noch in einem bestimmten Biom finden oder sowas. Das könnte natürlich auch möglich sein. Voila. Mal ein bisschen Kohle holen, weil ich gleich keine Fackel mehr habe. Außerdem brauche ich ja dann meine Level zum Verzaubern einer Spitzhacke. Spitzpacke. Sichlor. Ich weiß das halt gerade nicht mehr wirklich. Ich dachte eigentlich, ich hätte mir das gespeichert.
Was gespeichert? Den Waypoint. Von wo nach wo? Wo die Dinge waren. Ich bin jetzt offensichtlich in Extreme Hills. Ich habe nämlich schon den zweiten Emerald gefunden. Wir sollten uns leider allmählich verabschieden. Oh, ich dachte gerade ernsthaft, ich habe Dings gefunden. Fossilien, aber dann ist das was anderes. Was ist denn das? Firestone Ore. Oh. Kotz ab, ey. Kotz ab. Gibt's doch gar nicht. Ja, ich mache mich jetzt mal auf den Weg zu meiner Mine, die ich gefunden hatte. Mit viel Glück ist das eine andere, als du hast. Ansonsten treffen wir uns dort vermutlich. Das ist ja nicht wirklich eine Mine. Ich bin ja durch eine Schlucht hier reingekommen. Mhm. Und ja. Ach so. That's it. Also ich bin nicht, das ist kein Minenschacht oder sowas. Ach so, wenn du das möchtest meinst. Du denn die Mine dann zusammen erkunden oder soll ich alleine ein bisschen durchfetzen? Alleine ein bisschen durchfetzen und ich komme da hinterher, weil ich glaube, hier kann ich doch noch vielleicht ein bisschen das ein oder andere finden. Okay, bei mir ist Minecraft übrigens abgestürzt. Ganz gut, dass wir die Folge beenden müssen. Okay, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss.